Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem verschneiten Donnerstag, den 19. Januar 2023, dem Tag, an dem ich gleich mein Halbjahreszeugnis bekommen werde, mit dem ich mich am Wochenende sehr wahrscheinlich bewerben werde. Ich muss Bewerbungsschreiben schreiben. Schreiben? Ende. So, das ist die Lösungsdatei. Und da soll nicht 0 rauskommen, sondern 2. Und die Formel ist genau die gleiche, weil, wenn ich die nämlich kopiere, es ist so scheiße, wenn ich die kopiere, so, ich habe sie jetzt kopiert, zack. Guten Morgen, es ist soweit. Prüfung Teil 1. Vorher geht das ganz schnell. Ja, und auf einmal geht das alles ganz schnell. Jetzt habe ich gerade eben meine Zwischenprüfung geschrieben. Also die heißt nicht Zwischenprüfung, sondern die heißt Prüfung Teil 1, aber es ist die klassische Zwischenprüfung nach anderthalb Jahren in der dreijährigen dualen Ausbildung. Ist das halt so. Jetzt bin ich ja verspätet angefangen. Ich habe das erste Jahr übersprungen und da bin ich dann halt auch noch, also 3 Monate später angefangen. Deshalb habe ich quasi, also in echt, in real, habe ich die 3 Jahre auf anderthalb Jahre reduziert. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen die, also ihr habt das gerade eben gesehen, die Zwischenprüfung geschrieben. Diese Woche schreibe ich eine Klausur, nächste Woche schreibe ich Englisch KMK, lasse ich mich prüfen auf C1. Und dann habe ich 3-4 Wochen Ruhe, dann kommt die Hauptprüfung, der schriftliche Teil und dann nochmal sehr wahrscheinlich so 2 Wochen, da steht noch die Einladung aus für die mündliche. Das geht jetzt alles holterdiepolter. Und ich muss mich jetzt gerade frisch damit arrangieren, dass ich bald fertig bin. Ich bin in den letzten Zügen. Und es fühlt sich irgendwie noch so an, als ich bin immer noch der Neue hier, dass ich immer noch frisch eingestiegen bin. Ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Ich muss mich jetzt nach neuen Jobs halt umgucken, ne? Also Bewerbungen schreiben und sowas. Und eigentlich habe ich noch so das Gefühl, ich fange gerade erst an. Also ganz, ganz merkwürdig. Ich bin schon lange dabei, ja. Ne? Merke ich ja so an dem ganzen Wissen, was ich mir jetzt drauf geschafft habe in den letzten anderthalb Jahren. Ja, auch hier bei mir im Klassenraum, es ist noch keiner da. Ich bin halt wieder früh da. Auch die Klasse, ne, hat mich wunderbar aufgenommen und nicht so als diesen alten Sack, der ich ja nun mal bin, so von wegen, was will der denn hier? Also hier in der Schule ernte ich halt diese Blicke, verständlicherweise. Aber hier bin ich halt einfach nur einer von vielen. Ne? Ich gehöre dazu und dann ist halt auch gut. Und das nimmt mir natürlich dann halt auch so den Stress. Und das, ich fühle mich hier wirklich wohl. Und ich schüttel zwar sehr, sehr häufig im Kopf, weil ich einige Sachen halt nicht verstehe, so Hashtag Jugendsprache und sowas. Und ich muss halt an mich halten, um da nicht auch reinzufallen, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als einen alten Mann, der da versucht, einen auf cool und hip zu machen und so. Deshalb versuche ich das zu unterbinden. Ja. So, vielleicht kriege ich gleich mal so ein Feedback von einem Lehrer, wie die Zwischenprüfung bei mir gelaufen ist. Ich habe ein gutes Gefühl,
Aber Gefühle sind ja so ein Ding, ne?